Hitze, Staub und dröhnende Maschinen. Wenn am Ende des Sommers in Mecklenburg-Vorpommern die Ernte eingefahren wird, dann geht es heiß zur Sache. Ja, Tag, hier ist Schulz. Ich habe Probleme mit meinem Mähdrescher. Der kocht. Erst die Gerste, dann der Raps, Weizen, Hafer, zum Schluss Kartoffeln und Mais. Die Erntemaschinen an der Belastungsgrenze. Das ist immer wie, wenn du mit dem Auto mit 250 von hier nach München runterballerst, ohne einmal Gaswechsel nehmen. Irgendwann überhitzt das. Erntezeit ist immer auch ein Pokerspiel mit dem Wetter. Positiver Stress. Ende Oktober müssen wir mit der Ernte fertig sein, weil dann kommt der Herbst, dann kommt der Winter. Bis dahin müssen wir eben viel bewegen. Jetzt zeigt sich, ob das Frühjahr zu kalt, der Juni zu feucht oder der August zu heiß war. Haferernte in Bartenshagen bei Rostock. Bei Temperaturen um die 35 Grad im August. Einer der heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Den richtigen Erntezeitpunkt finden, das ist für Biolandwirt Christian Schulz immer eine riskante Sache. Das hier mit dem Dreschen ist schon verhältnismäßig spät. Da war ich auch schon ein bisschen nervös. Ein Teil hätte vielleicht sogar auch noch stehen bleiben können. Aber man muss da auch einen gewissen Kompromiss eingehen. Wenn nachher schlechtes Wetter kommt, dann hat man gar nichts. Für den kleinen Familienbetrieb, in dem auch die Kinder mithelfen, spielt der Hafer eine wichtige Rolle. Sie haben einen lukrativen Vertrag mit einem großen Naturkostunternehmen. Auf 45 Hektar bauen die Schulzens in diesem Jahr das glutenfreie Getreide an. Wenn es die nächsten Tage auch noch so schön trocken bleibt, bringt die Ernte 4,5 Tonnen Ertrag. Und jede Tonne ca. 400 Euro. Christians Sohn Paul, 11 Jahre alt, fährt den Traktor. So, Paul, dann kannst du jetzt schon auf dem anderen Schlag fahren. Da fährst du über die Brücke und dann bleibst am Weg stehen. Ja? Ganz klar, wer Paul das Treckerfahren beigebracht hat. Papa, da muss ich nur eine Sache machen, anmachen, den Hebel nach vorne und Gas geben. Insgesamt bewirtschaftet Familie Schulz 400 Hektar Pachtland. Streng biologisch. Mit besonderem Augenmerk auf die Fruchtfolge. So versucht Christian Schulz, Unkräuter und Schädlinge im Zaum zu halten. Chemischer Dünger und Herbizide kommen ihm nicht auf den Acker. Okay, komm! Hier, gib Gas! Ein weiteres Standbein ist die Biomilchproduktion. 250 Kühe haben sie und die leiden unter der Gluthitze ganz besonders. Kuhhirte Michael Kantreit holt die Tiere von der Weide. Susanne, die Frau vom Chef und Tochter Mia helfen mit. Ja, die haben natürlich auch, ich sag mal, sehr damit zu tun. Und zum anderen ist es so, dass sie natürlich nicht ganz so viel fressen, nicht so viel Futter aufnehmen. Und die haben Hitzestress. Und jetzt hatten wir die letzte Zeit auch die Nächte sehr warm, sodass sie auch die ganze Hitze gar nicht mehr loswerden am Ende vom Tag. Ne? So, sonst war das so, wenn die Nächte dann so bei 15, 16 Grad sind, dass sie am nächsten Morgen dann wieder richtig ausgekühlt und zufrieden sind. Aber jetzt zwischenzeitlich war das schon wirklich eher unangenehm. Hohe Temperaturen sind mittlerweile ganz entscheidende Wirtschaftsfaktoren. Milchmenge geht zurück, Inhaltsstoffe gehen zurück, Fetteiweiß geht normalerweise runter, wenn die Hitze so kommt. Das ist schon sehr zu merken. Also das ist auch im Portemonnaie zu merken, das Wetter. Bei angenehm kühlem Wetter liefert eine Bio-Kuh um die 23 Liter Milch am Tag. Pro Liter verdient Familie Schulz zurzeit 46 Euro Cent. Bei extremer Hitze allerdings melken sie nur 19 Liter am Tag. Ja, eigentlich sollen die auf der Wiese natürlich Frischgras fressen, Kleegras fressen. Und das soll der Milchproduktion natürlich beitragen. So. Aber im Moment ist es mehr so ein Tagesausflug. Wir sind mal draußen, weil so richtig ist da nichts mehr. Ne? Weil es auf der Weide nicht genug zu fressen gibt, muss Familie Schulz zufüttern. Mischfutter aus eigener Herstellung.
gut 55 Kilogramm pro Kuh täglich. Nutztiere und Ackerkulturen, alle sind vom Wetter abhängig. So, sollen die noch ein bisschen Heu haben hier, oder reicht das so? Ist schon immer sehr kompliziert, ne? So, auf der einen Seite braucht man Regen, damit es wächst. Auf der anderen Seite muss dann auch wieder trocken sein, damit man es vernünftig ernten kann, damit die Qualität stimmt. Das ist immer so ein bisschen Roulette. Christian Schulz hat umgesetzt. Der Hafer ist abgeerntet. Am Nachmittag will er auf dem Ackerbohnenschlag weitermachen. Pausen kann sich der Landwirt zurzeit eigentlich nicht erlauben. Einzige Ausnahme, wenn Susanne und Mia das Mittag bringen. Es gibt natürlich Bauernfrühstück. Selbst die Pause wird zum Dienstgespräch. Es geht um Bohnen und das Kuhfutter, das sie daraus herstellen. Der Ertrag, denke ich, ist bestimmt ein halbes Mal so viel wie letztes Jahr. Ja. Das wird geschrotet und dann wird das noch mit Getreideschrot vermischt im Mischwagen. Und so, dass man nicht immer so viele Komponenten jeden Tag hat zum Mischen im Mischwagen. So, tschüss, mein Schatz. Bis später, guten Appetit. Tschüss. Bio-Bohnen zu ernten ist nicht einfach. Viel Unkraut steht auf dem Acker, vor allem Melde. Das Mähwerk verkrautet häufig. Und plötzlich macht der Mähdrescher komplett schlapp. Total heiß gelaufen. Der Kühler sieht eigentlich gar nicht verdreckt aus. Erste Hilfe für die Erntemaschine. So, wir können den Kühler, den Luftfilter noch mal auspusten. Aber eigentlich sieht er noch sauber aus. Einigermaßen. Jedenfalls dafür, was er gelaufen hat heute. Aber hier blubbert das Wasser ganz schön. Ich möchte das jetzt nicht aufmachen, weil dann kann das auch mal rausspritzen, wenn das so kocht. Schulzens Mähdrescher, ein Opfer der Hitzeschlacht auf dem Acker. Eigentlich hält das den Tag über aus. Das wird morgens ausgepustet und dann sollte das eigentlich reichen. Außer, dass es staubt mal richtig doll, das sind und ist richtig heiß, dann kann das schon mal vorkommen. Es hilft nichts. Der Landwirt muss den Notdienst rufen. Ja, Tag, hier ist Schulz. Ich habe Probleme mit meinem Mähdrescher. Der kocht. Und da bleibt eigentlich bloß die eine Möglichkeit, dass der Kühler dicht ist, oder? Nee, der Kaderriemen ist gerissen für die Wasserpumpe. Das ist der Riemen hier. Der Schrott ist so, und den habe ich auch nicht. Habt ihr den da? Ich hoffe, dass die in Rettelich den Keilriemen haben und den jetzt bringen und auflegen. Stillstand bei Christian Schulz. Warten auf die Monteure von der Mecklenburger Landtechnik aus Reddelich. Ernte in Mecklenburg-Vorpommern. In rund 4.700 Betrieben arbeiten jetzt fast 25.000 Menschen Tag und Nacht. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche umfasst 1,34 Millionen Hektar. Das ist mehr als die Hälfte des gesamten Bundeslandes. Reddelich in der Nähe von Bad Doberan. Hier hat das Unternehmen Mecklenburger Landtechnik eine Zweigstelle. Michael Siggel ist einer der Mechaniker der Firma und gerade im Dauerstress. Der Monteur im Außendienst weiß kaum noch, wo ihm der Kopf steht. Michael Siggel hetzt von einem Notfall zum nächsten. Und er weiß, die Nerven der Landwirte liegen oft blank. Ja, die Stimmung ist schon stellenweise sehr heiß.
sie können es nicht abwarten. Und wenn das gerade noch so Maschinen sind, die noch nicht sehr alt sind, 2-3 Jahre, und dann passiert da so ein Fehler in der Anlage, dann werden sie auch schon sehr laut ab und zu, aber damit muss man leben. Michael hofft, auch den Mähdrescher von Christian Schulz wieder flott zu kriegen. Der Kunde war gestern beim Dreschen und dann ist ihm gestern Abend der Antriebsriemen von der Wasserpumpe auseinandergeflogen. Und da müssen wir erstmal schauen, dass wir mal auf die Schnelle irgendwas Neues drauf gebastelt bekommen, damit er erstmal weiterkommt. Der sagt nämlich heute noch Regen an, vielleicht wird er noch fertig mit der Ernte. Die Maschine hat fast 23 Jahre auf dem Buckel, ein Oldtimer. Mähdrescher werden oft schon nach 10 Jahren aussortiert. Gucken wir einfach mal, was Phase ist. Christian Schulz will den Drescher so lange fahren, wie es geht. Seine Art der Nachhaltigkeit. Auch wenn die Reparaturen immer komplizierter und teurer werden. Jetzt muss ich erstmal die Wasserpumpe freischrauben. Die findet sich wieder am letzten Ende vom Motor, wo wieder ganz viele andere Bauteile davor sitzen. Und die müssen jetzt erstmal halbwegs weg, dass ich da überhaupt rankomme. Im harten Ernteeinsatz gerät fast jede Maschine an ihr Limit. Ich sag mal so, das ist immer wie, also wenn du mit deinem Auto mit 250 von hier nach München runterballerst, ohne einmal Gaswechsel zu nehmen, irgendwann überhitzt das. Ne? Und dann kommt das halt, da kann keine Technik was gegen machen. Und jetzt gerade bei den Temperaturen, wir versuchen sie schon viel durch Saubermachen zu beseitigen, also Störungen zu entgehen, aber wenn die jetzt so 10, 12 Stunden auf dem Acker fahren bei 30, 35 Grad im Schatten, nur Staub und Dreck, das geht alles in die Technik. Der Monteur schraubt sich immer tiefer hinein in den Drescher. Nach einer Stunde hat er den neuen Riemen aufgezogen. Jetzt hat er. Jetzt ist er da. Meckern hilft meistens. Bis jetzt läuft er sehr gut. Ich schaue jetzt noch mal, ob alle Funktionen in Ordnung sind, bevor ich hier wieder her darf. Und dann ist das in Ordnung eigentlich. So ist die Arbeit fertig. Die Rechnung klemmt der Monteur einfach hinters Lenkrad. Eigentümer Christian Schulz kann weitermachen. Und Michael Siggel zum nächsten Notfall. Jede Minute zählt. So. Doch es gibt Dinge, gegen die auch ein gewiefter Mechaniker nichts ausrichten kann. Regen zum Beispiel. Für Landwirte bedeutet so ein Wetter Erntestopp. Für den Mais dagegen, der noch auf den Feldern steht, ist Regen ein Segen. Die Pflanze gehört neben Kartoffeln zu den letzten Kulturen, die geerntet werden. Der Mais braucht das Wasser dringend. Erst Mitte, Ende September beginnen die meisten Betriebe mit der Ernte der letzten Ackerfrüchte. In den Vorjahren führte große Trockenheit im ganzen Land zu sehr schlechten Ernten. In diesem Jahr sieht es trotz der Mega-Hitze im August, zumindest für den Mais, viel besser aus. Hennig Kloke führt den kleinen Landwirtschaftsbetrieb Kirchengut der Mien mit insgesamt 530 Hektar Anbaufläche und nur konventionell bearbeitet. Wir haben 260 Hektar Mais zu ernten. Wir müssen jetzt anfangen. Wetter ist gut, Acker ist befahrbar. Kartoffeln müssen wir auch noch roden. Deshalb müssen wir heute anfangen. Ja. Beim Mais war es in diesem Jahr ein ständiges Auf und Ab. Bis zur Blüte hat der Mais immer genug Wasser gehabt. Man sieht es auch am Wuchs. Er ist ordentlich gewachsen. Dann kamen aber diese 10 Tage mit über 30 Grad. Da hat der Mais mächtig gelitten. Ne? Das sieht man an diesen Blättern, die sind einfach verbrannt. Schlichtweg verbrannt. Das hat dem Mais Energie gekostet. Wenn die Maiskörner goldgelb sind und beim Zerdrücken nicht mehr spritzen, dann kann geerntet werden.
Extra für die neue Saison hat Hennig in einen neuen Anhänger investiert. 50.000 Euro. Er teilt sich die Technik mit seinem Bruder und seinem Vater, die ebenfalls Landwirte sind. Lohnunternehmer und Mietgeräte kommen für ihn nicht in Frage. Er will unabhängig bleiben. Das ist ja die Jungfernfahrt für den Anhänger. Die ist ja ganz neu. Ja. Die erste Tour läuft. Im Moment sehr gut, ja. Schönes Grün, schön groß. Anders als bei der Getreideernte, wo in Intervallen abgebunkert, also verladen wird, muss bei der Maisernte ständig ein Traktor mit Hängern parallel neben dem Häcksler fahren. Erhöhte Aufmerksamkeit ist da erforderlich. Und ewig Zeit haben sie auch nicht mehr. Das ist eben der Knackpunkt dieser Maisernte auch. Wir müssen zum gewissen Zeitpunkt fertig sein mit der Ernte, weil sonst der Mais so trocken wird oder weil das Wetter noch schlechter wird. Irgendwann muss man die Augen zumachen und durchgehen. Und das, da hilft dann einem die neue Technik auch weiter. Hennig Kloke hat nur 3 angestellte Mitarbeiter. Jeder macht hier alles. In der Erntezeit sind sie von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends im Einsatz. Es sei denn, es regnet. Ja, wenn du die Füße jetzt einfach 4 km/h, das passt doch. Maishäcksel macht mir besonders viel Spaß. Weil sich da alles dreht, alles in Bewegung ist, Massen bewegt werden und man die Lorbeeren erntet, die man vielleicht verdient hat oder auch nicht. Hennig hofft, dass er in diesem Jahr so um die 13.000 Tonnen gehäckselten Mais einfahren kann. Pro Tonne verdient er rund 36 Euro. Guter Durchschnitt. Der Landwirt beliefert mit dem Mais eine Biogasanlage, die Strom in das öffentliche Netz einspeist. Die Abwärme des Generators versorgt zudem 900 Demminer Haushalte mit Wärme. Detlef, du guckst mal bitte, wenn ich hier abkippe, ob da alles so aufgeht, wie soll, ne? Die Maisernte ist angelaufen. Wenn es trocken bleibt und die Maschinen durchhalten, sind sie in 2 Wochen fertig. Ein Landwirtschaftsbetrieb in Parkentin. Hier ist die Ernte schon vorbei. Steckt der Schlüssel, ja, ne? Ja. Die Technik hat mächtig gelitten. Neuer Einsatz für Michael Siggel, den Landmaschinenmonteur. Die meisten Landwirte lassen nach der Saison eine große Durchsicht ihrer Maschinen machen. So etwas wie einen TÜV. Und dabei nimmt Michael Siggel die Mähdrescher ganz genau unter die Lupe. Hast du doch einen Lagerschaden? Spreuverteiler ist ein Lager kaputt. Was ist kaputt? Hinten von der Spreuverteilung. Da ist die Welle ausgelaufen, die scheuert so, deswegen hat es so komisch rudelt. Der Monteur kennt die empfindlichen Punkte der riesigen Maschine. 2 Paddel sind angeschlagen. Die werden wir neu machen. Siehst du das? 1 und 2. Die Ego-Lager sind auch durch. Man sieht hier hinten schon, dass der sich auflässt, weil er so gewellt ist. Wenn man den jetzt hier so aufmacht, dann sieht man schon, dass der sich ablöst. Also der ist kaputt. Der wird eine Saison nicht nochmal überstehen. Oh, der Riemen ist auch durch. Siehst du das? Der kriegt sich nicht mehr gespannt, der ist ganz oben. Der ist am Ende, ja. Testbügel ist die Feder gebrochen. Hier ist schuld. Okay, nur die Sicherung. Sicherung, hier. Yeah. Sicherung und Lager, ne? Das ist normal, ne? Also die Maschine ist ja jetzt auch schon in der 5. Saison gelaufen. Gibt immer gute Zeiten, schlechte Zeiten, sage ich immer. Das war eine relativ leichte Saison für die Maschinen. Aber einen Verschleiß hat man immer irgendwo, ne? Und deswegen, ja, muss man mit leben.
Lieber finden wir jetzt alle Fehler, dann können Sie nachher wenigstens durchfahren. Moderne Mähdrescher können bis zu 600.000 Euro kosten. Im Ernteeinsatz müssen sie fehlerfrei funktionieren. Und Michael sollte möglichst nichts entgehen. So wird seine Mängelliste auch länger und länger. Das Teuerste, was in dieser Maschine ist, die hat 1000 Stunden runter und benötigt jetzt einen großen Ölwechsel. Da kannst du gut mit 200 Liter Öl rechnen. Wenn wir alles rausschmeißen, so grob über den Daumen gepeilt. Ne? Das ist das Teuerste. Der Ölwechsel ist das Teuerste. Ne? Aber der Rest, mal eine Kette kürzen, mal ein Lager tauschen, das geht. Ich würde mal sagen, eine Woche Arbeit oder eine halbe Woche Arbeit mindestens. Wir melden uns. Ne? Ich mache jetzt die Liste fertig in der Firma. Dann kriegst du einen Kostenvoranschlag und dann kannst du entscheiden. Ne? Knapp 6.000 Euro wird die kleine Reparatur wohl kosten. Dann wird der Mähdrescher in die Scheune geschoben und erst im nächsten Sommer wieder rausgeholt. In der Mine häckseln und fahren Hennig Kloke und seine Leute den Mais im Akkord. Vom Acker bis zum Betriebsgelände sind es nur 3 Kilometer. Aber die Fahrerei kostet trotzdem Zeit und Nerven. Ja, müssen immer ein Stück auch durch die Stadt oder zumindest wenn wir diesen Acker beernten. Aber die Anwohner kennen uns schon und wir haben an sich kommen gut aus mit unseren Nachbarn. Gleich neben dem Mais hat Hennig Kloke Kartoffeln angebaut. Auch die müssen jetzt raus. Aus 70 Hektar Mecklenburger Acker. Den Kartoffelroder hat Hennig sich im vergangenen Jahr angeschafft. Für fast 230.000 Euro. Eine Investition, die sich für ihn lohnt. Er baut die Sorte Horizon an. Groß und ertragreich. Fast 55 Tonnen holt er pro Hektar aus dem Boden. Früher standen oft 5 Helfer auf einem Kartoffelroder. Heute reichen 2. Sandra Wilde und ihre Mutter Martina. Mitarbeiterinnen, die nur zur Kartoffelernte angestellt werden. Sie müssen aufpassen. Dass die Steine, die Klumpen und das Kraut rauskommt. Und die verfaulten Kartoffeln. Unsere Augen kennen den Unterschied. Das Problem auf den Äckern von Mecklenburg-Vorpommern sind die Steine. Ein Souvenir der Eiszeit. Die Steine wachsen, sagen die Bauern. Jedes Jahr aufs Neue tauchen sie aus dem Erdreich auf. Für die Erntemaschinen eine echte Herausforderung. Peter Gabe schleppt den nagelneuen Kartoffelroder durch die Furchen. Seine Fahrerkabine hat Vollausstattung. Mit Klimaautomatik und Kameras in jede Richtung. Durch den Luftstrom wird das Kraut nach oben befördert und geht über das sogenannte Krautband, was hier oben läuft, geht dann hinten mit rüber. Ja, und das funktioniert. Und so sieht das dann eben aus. Hier habe ich dann eine Rückfahrkamera, kann ich auch noch mal gucken. Das ist eine Hightech-Maschine vom Allerfeinsten. Ne? Wenn alles funktioniert, unschlagbar das Ding. Ne? Ja. Die Kartoffelernte kann getrost noch ein bisschen dauern. Bis zum ersten Frost haben sie Zeit. Hennig Kloke hat Glück mit seinem Kunden in Staffenhagen. Er hat Verträge, die ihm ca. 110 Euro pro Tonne garantieren. Viele andere Kartoffelbauern leiden unter den Folgen der Corona-Krise. Ein Absatzeinbruch bei Speisekartoffeln macht vielen Landwirten zu schaffen. Gastronomie und Großküchen nahmen in Lockdown-Zeiten fast keine Kartoffeln mehr ab. Auf dem Biohof in Bartenshagen hat sich die Lage entspannt. Der alte Mähdrescher hat auch diese Saison noch einmal überstanden. Und selbst die Kühe von Christian Schulz haben sich vom Hitzestress erholt. Komm her. Komm her. Die Tiere können wieder auf die Weide.
Dort sprießt jede Menge Frischfutter. Wir hatten 50 Liter Regen, das macht sich doch bemerkbar. Aber vorher sah das schon traurig aus. Und das ist doch jetzt danach, nach dem Regen, doch wieder gewachsen. Und auch der Milchertrag ist wieder angestiegen auf 23 Liter pro Kuh am Tag. Fine, komm mit. Familie Schulz baut ebenfalls Mais an, biologisch, zur Viehfutterherstellung. Die Pflanzen müssen sich gegen Unkräuter und Schädlinge aus eigener Kraft durchsetzen. Sie sind nicht ganz so groß wie bei den konventionellen Landwirten. Ja, der braucht noch ein bisschen. Das spritzt doch noch. Also ich denke, knappe 10 Tage können wir ihn noch lassen. Mit Klimawandel, Trockenheit und Wetterkapriolen kommen die Biolandwirte zurecht. Größere Sorgen machen ihnen Politik und Kapitalmarkt. Wenn der Acker plötzlich teurer wird und die Pachten nicht mehr zu bezahlen sind, wenn Acker irgendwo wieder verkauft wird, der uns dann sozusagen dann abgegolten wird, weil wir es nicht bezahlen können, das ist eigentlich eine Angst, ne? Also, die man jeden Tag trägt, ne? Wie man die Rechnungen bezahlen soll. Obwohl Hennig Kloke in Demmin einen anderen Ansatz beim Anbau seiner Kulturen verfolgt, ist er sich mit den Schulzens einig. Kleine Betriebe haben es immer schwerer. Finanzstarke Investoren sind in die Landwirtschaft gedrängt und investieren ihr Geld in Grund und Boden. Das ist eine sichere Anlage, so wie Gold. Boden ist nicht vermehrbar. Das hat eben zu dieser Kostenexplosion geführt und für meinen Betrieb, für mich macht es im Moment wenig Sinn, bei diesem hohen Kauf- und Pachtpreisniveau mitzuspielen. Vor 20 Jahren, als Hennig anfing, da bezahlte er für einen Hektar Ackerland noch um die 250 Euro Pacht pro Jahr. Heute sind es im Schnitt 800. Will er Ackerland kaufen, muss der Landwirt heute fast 22.000 Euro hinlegen, pro Hektar. Geschafft. Wie lief's so am ersten Tag bei uns? Flüssig, ne? Der Tag sieht gut aus. Ja. Nee, haben wir schon gut geschafft. Ja. Morgen sind wir 2 Paaren mehr. Dann läuft's auch besser. Ja. Wenn sich alles dreht, alles läuft, dann lächle ich, ja, abends. Und genug Tonnen über die Waage gefahren sind, ne? Ja. Nee, ich denke, wir können zufrieden sein, ne? Es gibt auch andere Tage, wo es hakt und stoppt und macht und tut. Wenn das mal nicht so ist, dann können wir uns freuen. Ne? Ja. 14 solch guter Tage braucht Hennig Kloke noch, bis der Mais für dieses Jahr eingebracht ist. Und dann geht es auch schon wieder los mit Pflügen, Säen und Düngen. Denn nach der Ernte ist immer auch vor der Ernte.